Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Lasst uns über Sex reden. Oh ja, heute habe ich für euch den Amorelie-Adventskalender. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Hier drin befinden sich Erwachsenenspielzeugprodukte, sowohl Pflegeprodukte als auch tatsächlich Spielzeuge. Sowohl für ihn als auch für sie. Und ja, dieser Adventskalender wurde mir in Kooperation zugeschickt. Vielen, vielen Dank an das wundervolle Amorelie-Team. Und ich verlose in diesem Video jetzt einfach mal eine Beauty-Box. Also eine Beauty-Box. Und ich persönlich finde, dass tatsächlich auch Erwachsenenspielzeug zu Beauty im weitesten Sinne dazugehört, weil es bringt uns ein Lächeln ins Gesicht. Sei es, dass wir uns einfach als Paar zusammen hinsetzen, immer wieder in diesen Adventskalender hineinschauen. Das muss nicht jeden Tag sein, aber dass man einfach auch mal als Paar über Sex spricht und sich miteinander halt beschäftigt. Ja, oder dass man halt einfach die Produkte verwendet, dadurch glücklich wird und lächelt. Und also ich persönlich finde, das ist ein wundervoller Adventskalender. Also dieses Thema gefällt mir richtig gut. 129,90 Euro kostet der Spaß. Ihr könnt mit meinem Code XMissClaudi 15 Euro auf den Adventskalender sparen. Ich setze euch mal einen Link dazu in die Infobox. Und ja, wir haben ein sehr, sehr, sehr schönes Design. Mag ich gerne leiden. Diese Raute hier vorne drauf und ne, Naughty and Nice ist das Ganze. Und ich entnehme mal den Schuber. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Habe ich noch nicht gemacht eben, tatsächlich. Ich habe den aus dem Karton genommen und habe nicht gesehen, wie wunderschön der einfach von außen aussieht. Oh, ist das schön. Hier ist es auch noch mit einem Siegel verschlossen, dass man auch gut weiß, da war noch keiner bei. Also das sind halt alles wirklich dann Produkte, die auch hygienisch verpackt sind und so. Ne? Das finde ich auch immer ganz wichtig. Und hier haben wir großartigerweise einen Boxen-Adventskalender mit Etagen. Wie großartig. Wie großartig. Starten wir doch einfach mal mit der Nummer 1. Übrigens haben wir hier auch Produkte mit dabei, die gegebenenfalls ein Ladekabel und auch eine Bedienungsanleitung benötigen. Und hier steht auch das ein oder andere immer außen drum herum, was ich sehr, sehr schön finde. Es ist aber auf Englisch. Das muss ich tatsächlich monieren. Ich denke aber, dass man das Produkt auch auf der Homepage findet. 599 soll der Warenwert sein. Das finde ich krass. Schauen wir einfach mal, ob das auch wirklich hier drin sein wird. Oh ja. Das ist schon mal ein sehr, sehr cooles Produkt. Das sieht mir nach einem Druckwellenvibrator für den Finger aus oder so. Also Ladekabel ist hier auch mit am Start, ne? Und bist du schon geladen? Oha! Kann ich euch das nochmal zeigen? Also, man achte hier vorne auf dieses, ne? Ich drücke hier drauf. Geht ab, ne? Ich muss sagen, dass ich so etwas noch nicht selber hatte. Das kann man natürlich für sich selber verwenden. Ich würde sagen, für die Klitoris oder halt auch, um irgendwelche Bereiche zu stimulieren. Auch die Hupis und so, ne, kann ich mir gut vorstellen. Also das sieht sehr interessant aus. Übrigens, das habe ich auch noch nicht vorher gewusst, hier steht auch DC dran. Hier steckst du das Ladekabel rein und normalerweise kannst du diese Produkte auch unter Wasser verwenden. Also die sind wasserdicht, was auch sehr gut ist. Vielleicht haben wir sogar einen Toy Cleaner drin, muss ich mal schauen. Aber das finde ich sehr ansprechend. Es geht ab. Es geht wirklich ab. Oh, du kannst die Intensität auch erhöhen. Der 2. Dezember. Hier haben wir ein Sensual Room Mist drin mit Amber and Sandalwood. Das ist auch richtig, richtig toll. Das mag ich ja, ne? 50 ml haben wir hier drin und das wird dann einfach, ja, die Raumstimmung erhöhen. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Ich finde es toll, dass wir hier auch überall so kleine Bedienungsanleitungen haben und Pflegehinweise und so. Und hier haben wir so einen kleinen Vibrator. Ach, guck mal. Auch hier bei, also wirklich, das finde ich klasse. Bei jedem Produkt hast du ein Ladekabel mit dabei, ne? Das kann man natürlich für vorne verwenden, für hinten verwenden. Also hat tatsächlich auch eine sehr universelle Größe. Und hier habe ich den Anschalter. Ich finde es übrigens auch super, dass die Produkte schon geladen sind, ne? Auch da kannst du, oh, die Stufen umstellen. Oh, das sind viele Stufen, Leute.
Okay, da geht so einiges, ne? Nee, finde ich gut tatsächlich. Da kannst du mit dem kleinen Ding auf jeden Fall schon mal viel machen. Gut finde ich tatsächlich auch, dass wir hier ein Bändchen haben, damit nichts verloren geht. Also für mich macht der Adventskalender definitiv auch einen sehr hochwertigen Eindruck, ne? Von den Produkten her, das fühlt sich alles sehr, sehr gut an und ja, kommt ganz gut rüber, muss ich sagen. Meine Hände sind jetzt gerade so ein bisschen am Vibrieren noch. Hier haben wir die Nummer 4. Ein Pflegeprodukt, das ist auch immer wichtig. True Pleasure, ein Vegan Lubricant. Das ist ein wasserbasiertes Gleitmittel. Das ist auch so, so wichtig. 50 Milliliter. Man sollte sich ja auch an Erwachsenenspielzeug wirklich vorsichtig rantesten. Deswegen finde ich es auch gut, dass wir bislang erstmal auch so vorsichtige Produkte hier drin hatten. Und vielleicht kommt dann einfach im Laufe des Adventskalenders die Steigerung auch, ne? Und mit sowas kannst du nichts verkehrt machen. Das ist immer sehr wichtig, auch solche Produkte, wenn man sie zuerst anwendet oder an Zonen anwendet, in Zonen anwendet, die man halt vorher noch nicht so verwendet hat, dass man einfach Gleitgel verwendet. Das ist sehr wichtig. Der Tag vor Nikolaus, die Nummer 5. Und ich finde es gut, dass wir hier Zwischenebenen drin haben, dass nicht die Produkte runterknallen, weil das ist nicht das, was in dieser Zeit knallen sollte. Wow, ja, das war ein Wortwitz, ich weiß. Hier haben wir etwas drin, was ich auch schon mal gesehen habe. Aber als kannst du nur einmal verwenden. Das ist für den Mann. Ein Male Stroker, genau. Das kann man tatsächlich nass machen. Das haben wir mal auf Mädelsabend getestet, ne? Und also mit Wasser auch ein bisschen befüllen. Und dann gibt es eine ganz, ganz interessante Haptik für ihn. Hier ist ja auch was drin, was dann ja quasi das Glied des Mannes darstellen soll. Und huch, von innen, also erstmal von außen hast du ja diese Lamellen. Das ist einfach für, es gibt Grip, ne? Dass man es halt besser anpacken kann. Und von innen hast du halt auch nochmal so Noppen, dass das alles etwas besser stimuliert werden soll. Und das hier ist, fühlt sich auch wirklich, wirklich gut an. Also das lässt sich auch gut dehnen. Da kannst du auch wirklich was mit anstellen. Das finde ich gut, ne? Was ich halt bislang in der Hand davon hatte, war relativ labberig, um ehrlich zu sein. Hier habe ich wirklich was in der Hand. Und das finde ich gut. Und ja, ich glaube, das wird Freude geben. Vor allem kannst du das halt auch verwenden solo, ne? Das muss nicht unbedingt als Paar verwendet werden. Und das finde ich auch immer ganz nett, wenn du hier Produkte drin hast, die halt nicht nur auf Paare ausgelegt sind. Ich glaube, bei Nikolaus werden wir ein wundervolles Produkt erwarten dürfen, wobei bislang ja auch alle Produkte sehr wundervoll waren. Das hätte ich jetzt nicht in der Nummer 6 erwartet, oder ist die falsch rum? Nee. Das ist tatsächlich die Nummer 6. Es ist sinnvoll. Ich vermisse sowas immer wieder, wenn es halt um Erwachsenenspielzeug geht, ne? Dass man entweder Boxen hat oder Adventskalender, weil da brauchst du einen Toy Cleaner. Das ist so wichtig. Reinigung ist in jederlei, oder Hygiene ist in jederlei Hinsicht wichtig. Aber in der 6 hätte ich ehrlich gesagt irgendwie was Knallenderes erwartet. Und hier habe ich 50 Milliliter drin enthalten. Ein super sinnvolles Produkt, aber für den Nikolaus tatsächlich leider eher mau. Dann möchte ich was anderes machen, als meine Spielzeuge sauber zu machen, um ehrlich zu sein. Der 7. Dezember. Ich glaube auch, wenn man den Adventskalender so in der Wohnung stehen hat, da kommt nicht jeder unbedingt drauf, was da drin sein könnte. Ne? Finde ich auch ganz schön. Hier ist etwas drin, was oft von euch in den Kommentaren nicht so positiv aufgefasst wird. Das hier ist auch eher für Fortgeschrittene, weil es gar nicht mal so klein ist. Das hier ist ein Analplug. Und ja, das ist ja, für das Hinterstübchen gedacht. Definitiv mit Gleitgel zuallererst verwenden, vorsichtig rantasten und ja, dann kann es auf jeden Fall funktionieren, würde ich mal so sagen. Für Risiken und Nebenwirkungen ist hier auch definitiv noch ein User-Manual mit dabei. Vor allem bei diesem Adventskalender darf die Nummer 8 machen, dass es kracht. Hier haben wir ein Kartenspiel drin, Sprachen der Liebe-Karten. Sowas finde ich tatsächlich als Einstieg immer total super. Bei Kommunikation ist das A und O. Ne, damit fängt alles an und manchmal weiß man einfach nicht, worüber man reden soll oder wie man etwas ansprechen soll und da helfen einfach solche Karten und deswegen finde ich die in einem Adventskalender tatsächlich sehr, sehr, sehr sinnvoll aufgehoben. Was steht denn hier so drin? Für mich ist es besonders wichtig, dass. Ach so, und dann kannst du auswählen. Entweder mein Babe tatsächlich etwas Süßes für mich tut, statt nur darüber zu reden oder mein Babe mich oft berührt. Okay, da kann man dann auswählen wahrscheinlich. Da steht hier auch noch auf Französisch, Englisch drauf. Für mich ist besonders wichtig, wenn mein Babe etwas mehr im Haushalt macht als nur das Nötigste. Wow. Ich ein Geschenk bekomme, von dem ich weiß, dass mein Babe sich Gedanken darüber gemacht hat. Ja, das finde ich tatsächlich schöner. Warum Babe? Wahrscheinlich, weil man Babe Unisex verwenden kann, oder?
Oh, für mich ist es besonders wichtig, dass mein Babe mir ermutigende Dinge sagt. Das finde ich wirklich wichtig. Mein Babe und ich Zeit miteinander bei einem gemeinsamen Hobby verbringen. Na, das muss nicht unbedingt sein. Aber ermutigende Dinge und sich gegenseitig pushen ist super wichtig in der Beziehung. Also das sind halt auch Karten, die eigentlich eher so liebevoll sind. Ne? Also Sprachen der Liebe-Karten. Und nicht jetzt irgendwie schlüpfrig oder so. Finde ich gut. In der Nummer 9. Dürfen wir uns über etwas freuen, wo ein bisschen mehr die Party abgeht, um es mal so zu sagen? Das dürften Fesseln sein, wenn ich das jetzt hier richtig identifiziert habe. Witzig, haben wir hier jetzt keine Gebrauchsanweisung mit dabei? Doch, das wäre es ja noch, ne? So, ach, die sind gut. Du hast die von innen hier mit so Neopren-mäßig und außen sind die mit Klett. Das finde ich gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt Hand- oder Fußfesseln sind. Kannst du wahrscheinlich auch sowohl als auch verwenden. Ne? Hier kannst du die dann wahrscheinlich zusammen machen oder irgendwo dran machen. Mit den Haken hier. Ne? Genau. Das ist schon schön. Ja, Hand. Also hier ist es als Handcuffs abgebildet. Und ich muss sagen, dass ich es schöner finde, solche Handschellen hier drin zu haben, als eben diese 0815-Dinger aus relativ dünnem Metall oder so, die dann vielleicht auch einschneiden könnten. Also ich glaube, dass die hier ganz gut sind. In der Nummer 10 darf es mit den dazu passenden Beinfesseln weitergehen. Oh, Legcuffs. Also ich kenne Handfesseln, ich kenne Fußfesseln, aber Bein, also Oberschenkel, ich kann mir vorstellen, wofür die sind, ne? Okay, auch hier wieder dieser Stoff gefällt mir wirklich, wirklich gut von innen, ne? Sehr schön verarbeitet, sehr, 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 sehr gut gemacht. Kannst du natürlich dann auch stufenfrei variieren in der Breite, ne? Also wie auch immer kannst du gegebenenfalls auch zweckentfremden. Da ist ja der Fantasie keine Grenze gesetzt, ne? Ich finde die super. So, hier habe ich jetzt die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Und hier kommt wieder etwas Pflege auf uns zu, und zwar ein Orgasm-Gel. Das ist ein Sensual Touch Vegan Intense Gel for Her. Das sind auch wieder 50 ml. Ich habe es jetzt immer mal häufiger auch gesehen. Kannte ich tatsächlich vorher auch so noch gar nicht. Ja, das ist halt für die äußere Stimulation für die Frau gedacht, damit das Ganze tatsächlich schneller zum Höhepunkt geht und auch intensiver. Ja, finde ich schön, dass wir sowas hier drin haben. Vor allem nach den Hand- und Fuß- und Beinfesseln, ne? Halbzeit, die Nummer 12. Aha, hier haben wir etwas, damit du auch wirklich alle Sinne mal so ein bisschen abschalten kannst. Und zwar ist das eine Augenmaske. Hier bin ich auf die Qualität auch gespannt, weil sowas darf auch gerne mal... Ja, das ist genau die gleiche Qualität wie bei den Bein- und Handfesseln auch schon tatsächlich. Und das finde ich super. Also hier muss man dann vielleicht das Schildchen nochmal rausschneiden, weil sonst könnte das stören. Aber ja, so kann man dann nämlich wirklich auch mal... alles einfach abschalten. Also im Prinzip ist so eine Augenmaske in einem Erwachsenen-Spielzeug-Adventskalender wie die Handpflege in einem Beauty-Adventskalender. Gehört halt einfach irgendwie mit rein und passt einfach zum Thema. Und hier habe ich jetzt die Nummer 13. Aber vorher schaue ich einmal kurz auf meinen Tisch. Ich habe hier 12 fantastische Produkte, wo ich persönlich denke, dass die auch wirklich ihren Anklang bei vielen von den Leuten finden, die sich solche Adventskalender auch bestellen. Ne? Also bei euch zum Beispiel halt einfach. Und ja, macht durchaus Sinn. Also 65 € hätten wir ja theoretisch dafür bezahlt. Definitiv ist es sehr, sehr hochwertig, sehr, sehr angenehm von der Haptik auch her. Ne? Und 300 €, weiß ich nicht. Ich glaube, da muss noch ein bisschen was kommen, oder? Also die Hälfte von dem Wert müssten dann ja hier liegen, 300 €, glaube ich noch nicht so ganz. Aber ich glaube, dass zum Ende hin der Adventskalender sich hier noch ein bisschen steigern möchte. Und deswegen schauen wir jetzt mal in die Nummer 13 rein. Die ist relativ groß und ich vermute auch etwas Batteriebetriebenes hier drin. Nee, tatsächlich nicht batteriebetrieben. Es ist für den Handgebrauch geeignet. Hier steht für den Atlas. Das ist für mich der Wirbel da hinten. Ich glaube nicht. Das ist auf jeden Fall ein Produkt, was man... Nee, das hat keinen Saugnapf oder so. Finde ich jetzt interessant. Also es ist natürlich für Festhalten, ne, gedacht. Fühlt sich sehr gut an tatsächlich. Entschuldigung, Mama, falls du zuguckst. Ja, fühlt sich gut an. Ich könnte verstehen, wenn hier ein Saugnapf dran ist, ne, dass man das dann halt irgendwo befestigen kann. Ansonsten finde ich das doch, ja gut, es ist schon relativ handlich, ne? Doch.
Ah, jetzt verstehe ich das. Also, du kannst ihn sowohl vorne als auch hinten verwenden. Und du kannst ihn auch mit einem entsprechenden Gurtzeug verwenden. Also, wenn du jetzt zum Beispiel auch gleichgeschlechtlichen Sex hast, ne? Das ist eine ganz gute Sache. Und da ist es dann natürlich sinnvoll, dass es flach ist. So, jetzt habe ich es auch verstanden. Das ist auch tatsächlich gut überlegt. Die Nummer 14 ist ein flaches Produkt und hier haben wir eine Tasche einfach drin. Ja, da kannst du natürlich dein Spielzeug diskret drin aufbewahren. Ja, du kannst diese Taschen aber auch super zweckentfremden, ne? Also ich habe da schon alles Mögliche drin aufbewahrt. Vor allem ist die hier auch richtig schön groß. Das ist nicht nur so eine lange, dünne, sondern guck mal, wie groß die ist. Das finde ich praktisch. Das ist so wie der Lippenpflegestift in einem Beauty-Adventskalender, muss ich sagen. Ist ein Füllprodukt, ne? Aber es ist irgendwie schon sinnvoll. Die Nummer 15. Hier haben wir was mit Strom bei. Und das, oh, das ist ja wirklich aktuell auch. Es hört sich so bekloppt an, aber es ist ja tatsächlich aktuell auch ein relativ beliebtes Produkt, weil du halt nicht diese klassische Gliedform da hast, sondern es ist halt so, dass du das im Prinzip auch mit allen möglichen Bereichen dieses Produktes anwenden könntest und einführen könntest. Und ja. Auch das ist aufgeladen und das geht auch wie ein Zäpfchen nur. Okay, du hast hier sehr, sehr viele verschiedene Stufen. Und das, finde ich, macht die Produkte auch wirklich nochmal spannender, weil bei allen diesen, also das war jetzt dieses Produkt, dann haben wir hier ja auch den aus der Nummer 1 und den kleinen Begleiter. Die haben alle verschiedene Stufen so drin gehabt. Das finde ich sehr, sehr ansprechend. Die Nummer 16. Oha, das ist ein bisschen was Fortgeschrittenes, aber nicht so wie jetzt Klemmen zum Beispiel, sondern das sind ja so Saugnäpfe mehr oder weniger für die Nippel. Und das sind halt einfach so aus Silikonteile, die kannst du dann an die Haut ansetzen. Wo nehme ich denn meine Haut hier? So, ne? Kann ich das? Weiß ich nicht. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, weil hier steht das nicht ab, ne? Oh, doch. Guck mal. Plopp. Genau. Es ist halt ebene Haut hier an meinem, relativ ebene Haut an meiner Hand, ne? Oha, eine Woche vor Heiligabend haben wir hier etwas relativ Schweres drin. Entweder ist das ein großes Pflegeprodukt oder ein großes Spielzeug. Oder das ist ein großes Spielzeug. Schön. Oh. Ne? Der hat zwei Enden. Ja, Rabbit heißt er. Und da ist hier auch tatsächlich ein Kaninchen zu sehen, welches sich dann für die äußere Stimulation der Frau zum Beispiel eignet. Und das für die innere Stimulation. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, muss ich sagen. Das Häschen rastet gerade so ein bisschen aus, ne? Aber das ist ja auch seine Aufgabe. Auch hier haben wir wieder unterschiedliche Stufen mit dabei. Und ich glaube, das kann sehr viel Spaß bereiten. Ja, und wie schon vermutet, hauen die wirklich hier zum Ende hin nochmal so richtig raus, was ich sehr positiv finde. Die Nummer 18. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ja, hier wollen sie es auch mal wieder ein bisschen mehr wissen. Also da hast du dann tatsächlich etwas Fortgeschritteneres. Und zwar ist das eine Art Paddle. Und da hast du hier auch diese Striemen dran. Und das muss tatsächlich auch gelernt sein. Das ist, habe ich gehört, dass es auch gar nicht mal so einfach ist, das richtig anzuwenden. Du haust ja nicht einfach drauf rum. Schau dir einfach vorher ein paar informative Videos dazu an. Oder sehr wahrscheinlich hast du hier auch ein User Manual drin. Ein Flogger ist das, genau, und kein Paddle. Paddle wäre das nämlich, wenn das flach und zusammen wäre quasi. Genau, und du kannst es natürlich auch sanft anwenden, dass du halt damit über den Körper streichelst und nicht halt das direkt als Flogger verwendest. Und wie gesagt, informiert euch da einfach im Vorfeld, dass es da jetzt nicht einfach zu Missverständnissen kommt oder so. Ja. Die Nummer 19. Also ich muss sagen, dieser Adventskalender hat bei mir auf jeden Fall schon mal bewirkt, dass ich tatsächlich es schön finde, diese Produkte zu sehen. Mein Kopfkino ist an und ich finde es interessant und ich habe auch tatsächlich Lust, mit meinem Freund über das eine oder andere zu reden. Hier habe ich ein Position Dice. Das ist wirklich interessant, dass du halt einen Positionswechsel machen kannst. Okay, wenn es dir irgendwie zu viel wird, nimmst du einfach diesen wirklich großen und wertigen Würfel. Das ist nicht irgendwie so ein Billo-Teil, ne? Die Nummer 20.
jetzt geht's im Endspurt Richtung Heiligabend. Hier haben wir was Kleines, Leichtes drin. Auch das ist tatsächlich, ich habe ja schon ein paar von diesen Adventskalendern ausgepackt und ich muss sagen, dass das mit der hochwertigste Ring für das Glied des Mannes ist, den ich bislang gesehen habe. Du kannst den halt auch wirklich wunderbar verstellen, perfekt auf die Größe einstellen. Und so ein Produkt ist dafür gedacht, dass der Mann länger kann. Einfach damit, damit er länger steht. So sagt man das ja so freundlich, ne? Und dann kannst du das so durchziehen und dann sind hier verschiedene Stufen. Das ist wirklich auch super angenehm dann wahrscheinlich für den Mann, dass man halt die perfekte Größe damit auch finden kann. Und das war ein Reim. Auch das darf man sagen. Die Nummer 21. Hier haben wir wieder etwas Pflege mit dabei. Und zwar ein Massagegel Essential Vanilla. Ja, ich finde, Massagen sind sehr wichtig. Nicht nur, um halt später darauf hinaus zu wollen, dass man miteinander schläft, sondern halt einfach auch, um sich gegenseitig einfach was Gutes zu tun. Und da kommt ein Massageprodukt sehr, sehr gut. Und das ist dieses hier. Ich weiß nicht, ob man das sogar auch für den Intimbereich verwenden kann. Das müsste ich einmal schauen. Okay, da musst du aufpassen, nicht mit Schleimhäuten in Berührung bringen. Ach Mensch, wir sind schon hier bei der Nummer 22. Ich will gar nicht, dass es aufhört, weil ich finde, dass wir so schöne Produkte hier drin finden und auch sehr innovative Sachen. Das hier passt tatsächlich dann auch zu dem Massageprodukt. Sowas ist sehr, sehr angenehm tatsächlich. Das ist ein Massagetool, ne? Also das kann man halt verwenden, um intensiver massieren zu können. Auf dem Rücken ist es manchmal ja gar nicht so leicht. Da sind Verspannungen sehr intensiv und das ist schon ein sehr, sehr hartes Teil und auch echt, fühlt sich robust an. Die Nummer 23 ist sehr, sehr groß, ein Tag vor Heiligabend, aber sehr leicht. Also ich hätte tatsächlich die Massageprodukte hier reingepackt oder eins dieser Massageprodukte, weil halt kurz vor Heiligabend nochmal so ein bisschen Chili-Milli. Aber mal gucken, was wir jetzt hier nochmal machen dürfen oder welches Produkt wir ausprobieren dürfen. Liebesgutscheine. Okay, ist hier noch eine Bedienung? Nein. Okay, Liebesgutscheine. Das finde ich schön. Ein Tag ohne Strom. Ach was. Den Tag, das könnte ich nicht, ne? Ich würde ja dran zugrunde gehen. Den Tag in der Natur verbringen, ohne digitale Geräte zu benutzen. Keine sozialen Medien, keine E-Mails, kein WhatsApp. Nur der Flugzeugmodus. Wow. Also ich glaube, wenn ich das meinem Freund schenken würde, würde er Luftsprünge machen. Frühstück im Bett. Ich mag das nicht so gerne. Man krümelt alles voll und nachher muss das Bett neu beziehen, ne? Bin ich dazu altbacken? Ich weiß es nicht. Ein wunderbarer Beginn eines faulen Sonntags. Mhm. Okay, okay, okay. Essen zum Mitnehmen und Kerzen. Ja, also das ist schon sehr, sehr schön, muss ich sagen. Und das passt auch wirklich zu einem Tag vor Heiligabend. Ich glaube, zu Heiligabend werden wir es nochmal so richtig krachen lassen dürfen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass hier etwas mit drin ist, was sowohl Männer als auch Frauen verwenden können, sowohl Paare als auch Singles, weil das wäre sehr, sehr wünschenswert für die Nummer 24. Zumal wir in der Nummer 6 einen Toy Cleaner drin hatten. Da erwarte ich dann hier natürlich etwas, was... Was natürlich dann auch abgeht. Das ist interessant. Ich glaube, sowas Ähnliches, so in der Art... habe ich schon mal gesehen, aber in klein. Du hast hier ja auch ein Ladekabel, das Ganze lädt hier magnetisch, also dass du dann hier andocken kannst und du hast hier einfach die Möglichkeit, alles zu stimulieren. Also sowohl der Mann als auch die Frau wird hier seine Freude haben können. Du kannst es als Massagetool verwenden, du kannst es, oh, das bleibt in Position. Auch das ist sehr interessant, das ist interessant. Bei anderen kenne ich, dass man das halt nur so machen kann, aber nicht, dass es dann verstellt bleibt, ne? Auch gut. Genau. Verschiedene Vibrationsmodi. Oh, abwechselnd. Schneller und langsamer. Und das kannst du auch wirklich von Kopf bis Fuß verwenden, würde ich mal so sagen. Leute, ich möchte ehrlich mit euch sein. Das ist so ziemlich der beste Erwachsenenspielzeug-Adventskalender, den ich je ausgepackt habe. Und ich habe einige ausgepackt. Wir haben hier eine wundervolle Mischung drin.
aus Produkten, die man als Paar, aber auch solo verwenden kann, die ein Mann, eine Frau verwenden kann. Wir haben Pflegeprodukte mit dabei, aber nicht zu viel Pflege und das gefällt mir. Mir gefallen auch die Liebesgutscheine und tatsächlich vor allem gefallen mir die Sprache der Liebe-Karten, weil ich das einfach sehr, sehr herzenswarm finde und das auch irgendwie sehr passend finde für einen Adventskalender, ne? Gefällt mir. Ich finde es großartig, dass die Produkte so hochwertig daherkommen und man nicht den Anschein hat, dass es irgendwie kriegst du für Umme mit dabei oder so. Also wir haben hier definitiv einen super hohen Warenwert. Ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Adventskalender sehr, sehr gut ankommen wird. Doch, tatsächlich. Weil es sind tolle Produkte, es ist kein Ramsch und es sind liebevolle Produkte. Also es ist nicht so plump. Wie seht ihr das? Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare, da können wir uns super gerne austauschen. Und ja, an dieser Stelle nochmal ein dickes, fettes Dankeschön an Amorelie für die Möglichkeit der Kooperation. Und denkt an die Verlosung, alles dazu unten in der Infobox. Denkt an den Code für 15 Euro Rabatt auf den Adventskalender. Das ist Xmas Claudi, aber dazu auch nochmal alles in der Infobox rein verlinkt, geschrieben, wie auch immer. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.